Geschätzte Damen und Herren, sehr geehrter Kojotürk, Ihnen allen zunächst von meiner Seite einen guten Morgen. Die Situation ist nicht nur für Sie, sondern auch für mich etwas ungewöhnlich, zumal ich noch gestern Abend kurz nach neun einen weiteren Anruf erhielt mit der Ankündigung, dass auch die erste Referentin ausfallen würde und ob ich nicht in der Lage wäre, meine für 30 Minuten angesetzten Ausführungen etwas zu strecken. Ich will da bitte versuchen nachzukommen, ob mir es gelingt, wird sich zeigen. Ich werde vielleicht an der einen oder anderen Stelle Originalzitate einstreuen. Sehen Sie mir das bitte nach, weil es einfach aufgrund der Kürze der Zeit mir einfach dann auch nicht möglich war, das adäquat vorzubereiten, dass ich relativ unauffällig und souverän Ihnen meine Überlegungen darbieten kann, sondern vielleicht der eine oder andere Holperstein dann auch mit drin sein wird. Dennoch bin ich natürlich gerne der Bitte nachgekommen, zumal es natürlich eine Thematik ist, die mich als Sozialethiker insbesondere interessiert. Und das mag schon ein erster Hinweis bei den Vorbemerkungen sein, dass ich keinen religionstheologischen oder religionswissenschaftlichen Ansatz für meine Überlegungen wählen werde, sondern das, was Sie eigentlich schon im Titel ins Zentrum gestellt haben, nämlich zum einen, man sieht es auch im Plakat, Religion und zum anderen eben säkularer Staat. Das sollen eigentlich so Fixpunkte sein, an denen ich mich bei meinen Überlegungen orientieren möchte. Weitere Dinge, Konkretisierungen hinein in einzelne Religionen, erwarte oder erhoffe ich so vom Verlauf der weiteren Tagung. Ich denke, da gibt es ja genug Möglichkeiten in der Diskussion, auch im Anschluss an meine Überlegungen, den einen oder anderen Punkt aufzugreifen und nochmal zu konkretisieren oder zu vertiefen. Also insofern gehe ich von der Arbeitsteilung aus, von meiner Seite grundlegende Aspekte, die zu dieser Thematik aus meiner Sicht gehören und dann eventuell oder hoffentlich dann auch von Ihrer Seite konkretisierende Aspekte oder eventuell eben auch Rückfragen. Manches von den Aspekten, auf die ich eingehen möchte, manches von diesen ist bereits in den Grußworten angeklungen, Säkularität zum Beispiel, aber eben auch das Verhältnis von Religion und Menschenrecht. Ich werde das entsprechend an entsprechender Stelle dann auch aufgreifen. Eine zweite Vorbemerkung. Ich werde vielleicht entgegen der Erwartung von manchen unter Ihnen nicht affirmativ vorgehen. Ich werde nicht versuchen aufzuzeigen, wie schön sich Menschenrechte aus den einzelnen religiösen Traditionen heraus begründen lassen. Das wäre aus meiner Sicht eine fehlgeleitete Intention, zumal ja der säkulare Staat als bewusster Ausgangspunkt auch im Titel gewählt wurde. Dritter Punkt bei den Vorbemerkungen. Dr. Gebhardt hat das ja ein Stück weit schon angedeutet, also auch die Beziehung zwischen der Weltethos-Thematik und der Thematik, die heute zu bedenken ansteht. Man kann das noch ein Stück weit konkretisieren und veranschaulichen, etwa dadurch, dass im Text der Erklärung zum Weltethos, welches das Parlament der Weltreligionen 1993 in Chicago verabschiedet hat, dass in diesem Dokument ausdrücklich Bezug genommen wird auf die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Also insofern erfolgte bereits mit diesem Parlament der Weltreligionen und durch dieses Dokument, Erklärung zum Weltethos, eine Anerkennung von religiöser Seite her, eine Anerkennung der Bedeutung der Menschenrechte. Verbunden ist es allerdings mit der weitergehenden Intention, dass was hier im Recht formuliert ist oder in der Sprache des Rechtes formuliert ist, vom Ethos her zu stärken und zu stützen. Ein anderer Punkt, wo sich dieser Bezug herstellen lässt, ist die Mitwirkung von Hans Küng und anderen Mitarbeitern der Stiftung Weltethos am Entstehen der sogenannten Allgemeinen Erklärung der Menschenpflichten, die 1998 vom Interaction Council publiziert wurde, ursprünglich mit dem Ziel, das möglichst auch in die Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Abstimmung zu bringen. Das hat seinerzeit zu massiven und kontroversen Diskussionen geführt, weil eben die Frage aufgeworfen wurde, in welchem Verhältnis stehen Menschenrechte einerseits und Menschenpflichten
andererseits. Zum Vorgehen, ich werde zentrale Begriffe aufgreifen und mit einer kürzeren oder längeren These versuchen, diesen Aspekt oder diesen Begriff festzuhalten und daran die ein oder andere Erläuterung anschließen. Und ich erhoffe mir von diesem Vorgehen für Ihre Zwecke auch entsprechende Denk- oder Diskussionsimpulse geben zu können, die Sie, wie gesagt, dann nochmal in der Diskussion aufgreifen können oder auch in den weiterführenden Diskussionen des Tages vielleicht nochmal in der einen oder anderen Weise beleuchten können. Mein erstes Stichwort lautet Säkularität. Hier unterstelle ich ganz einfach, dass Sie bei der Titelwahl für die heutige Tagung bewusst vorgegangen sind, dass Sie bewusst vom säkularen Staat sprechen. Was bedeutet dies nun? Was bedeutet dies nun auch bei der Frage nach den Menschenrechten oder nach dem Verhältnis von Menschenrechten und Religion? Man wird zu Recht sagen können, dass die modernen Gesellschaften von heute unter dem Signum oder Vorzeichen der Säkularität stehen. Das heißt, wie das auch schon angedeutet wurde in den Grußworten, der politischen Gemeinschaft oder politischen Gesellschaft, die im Staat dann eingerahmt ist. Zu dieser politischen Gesellschaft gehören Menschen mit Religion wie Menschen ohne Religion. Ein weiteres Stichwort, was hier eine Rolle spielt, ist das zentrale Stichwort der Pluralität oder des Pluralismus. Dr. Gebhardt hat, glaube ich, darauf hingewiesen, welche Rolle das spielt, aber es kam, glaube ich, auch in den anderen Grußworten mit vor. Das sind sozusagen die Ausgangspunkte. Aber was steckt dahinter? Was ist damit weiterhin gemeint? Lange Zeit, vielen Dank, zur rechten Zeit. Lange Zeit ging man von der sogenannten Säkularisierungsthese oder dem Säkularisierungstheorem aus, das vor allem in den 1970er Jahren aufkam mit der Prognose, Religionen würden sich in naher Zukunft irgendwann von selber erledigen und keine Rolle mehr spielen. Das trifft in dieser Massivität, in dieser Prognose nicht zu, wie man inzwischen weiß und feststellt. Was man dennoch wahrnehmen kann, und das ist weltlich oder im globalen Maßstab betrachtet eben nicht zu vereinheitlichen, aber ich denke doch für viele moderne oder westliche Gesellschaften zutreffend, nämlich der Bedeutungsverlust von Religion, dass Glauben oder Glaube eben nur mehr eine Option unter vielen Optionen in einer Gesellschaft darstellt, wiederum weltanschauliche Pluralität. Die Frage nach der Privatisierung von Religion, das ist ein Streitpunkt nach wie vor, wie privat hat Religion zu sein oder ist Religion eben doch keine Privatsache, wie weit steht es Religion oder Religionen zu, am öffentlichen Leben einer Gesellschaft teilzuhaben und auch sichtbar mitzuwirken. Dann die Emanzipierung von religiösen Institutionen und Normen, also eine Befreiung von dem, was eng macht oder einschränkt. Und schließlich die Trennung von Religion und Staat, was ja immer wieder auch betont wird und was sehr oft eben mit diesem Aspekt der Säkularität oder des Säkularismus verbunden wird. Etwas, was, wie ich finde, zum weiteren Verständnis hilft, ist das, was Charles Taylor, der kanadische Philosoph, in Abgrenzung nochmal zu Säkularität oder Säkularisierung mit Laizität zu verstehen ist. Man muss vielleicht Taylor insofern einen kleinen Vorwurf machen, als er begrifflich inkonsistent ist. Er benutzt sowohl Säkularismus als auch Säkularisierung als auch Säkularität und dann eben noch den Begriff der Laizität. Erklärt es dann zwar immer an Ort und Stelle, aber es ist trotzdem eine Begriffsvielfalt, die manchmal hinderlich im Verständnis wirken kann. Nun, er schreibt, unseres Erachtens beruht die Laizität auf zwei grundlegenden Prinzipien, nämlich der gleichen Achtung und der Gewissensfreiheit, sowie auf zwei Verfahrensmodi, die die Verwirklichung dieser Prinzipien erlauben, nämlich der Trennung von Kirche und Staat und der Neutralität des Staates
gegenüber den Religionen. Auf der Ebene der Prinzipien erkennt ein demokratisches System allen seinen Bürgern einen gleichen moralischen Wert bzw. eine gleiche Würde zu und sucht entsprechend ihnen gleiche Achtung zu erweisen. Die Verwirklichung dieses Ziels, so fährt er fort, verlangt die Trennung von Kirche und Staat, könnt ihr auch allgemeiner sagen, von Religion und Staat und die Neutralität des Staates gegenüber den Religionen und auch säkularen geistigen Strömungen. Einerseits darf der Staat sich nicht mit einer Religion oder einer bestimmten Weltanschauung identifizieren, wenn er der Staat aller Bürger sein soll und diese eine Vielheit von Weltbildern und Wertvorstellungen akzeptieren. Aus diesem Grund ist eine Trennung von Staat und Religion erforderlich. Der Staat muss in seinen Kompetenzbereichen souverän sein. Wird die politische Macht mit einem religiösen oder säkularen Weltbild verbunden, so macht das diejenigen, die nicht die offizielle Staatsdoktrin vertreten, zu Bürgern zweiter Klasse. Soweit Charles Taylor, soweit auch mal knapp skizziert, was er unter Laizität versteht. Und wir merken es auch an unserem Sprachgebrauch. Auf der einen Seite sprechen wir vom säkularen Staat und wollen gerade diese Trennung von Staat und Religion oder Staat und Kirche sowie die Neutralität des Staates gegenüber Kirchen und Religionen zum Ausdruck bringen. Auf der anderen Seite verweisen wir im Gegenüber zu religiösen Traditionen, Strömungen, Gemeinschaften auf säkulare Auffassungen oder Positionen. Und damit hier auch ein gewisses Gleichgewicht hergestellt ist, verwendet eben Taylor in diesem Kontext Säkularität mit Blick auf zu Religionen ergänzende philosophische oder weltanschauliche Strömungen, die keinen Religionsbezug haben, und mit Blick auf den Staat spricht er von Laizität. Soweit dieser Aspekt der Laizität. Ein dritter Punkt, den ich auch in eine knappe These gefasst habe, ist die Frage nach der Öffentlichkeit von Religion. Ich tippe das nur hier an. Das wird uns möglicherweise im weiteren Verlauf des Tages oder der Diskussionen noch mit begleiten, nämlich die Frage, inwieweit eine bloße Vernunft, also nicht religiöse Vernunft, wie Taylor das nennt, inwieweit eine bloße Vernunft einen Vorteil gegenüber einer religiösen Vernunft oder einer Vernunft, die sich aus einer religiösen Tradition speist, haben soll. Der Zielpunkt ist die Frage, inwieweit religiöses Argumentieren im öffentlichen Raum zulässig ist oder nicht. Wie weit kann ich Argumente einbringen, die auf einer bestimmten religiösen Tradition beruhen, ja, auf einer jüdischen, christlichen oder islamischen oder weiteren religiösen Tradition, um Positionen zu beziehen, etwa in einer bestimmten moralischen Frage. Da kann es um den Wert des Lebens gehen. Nehmen Sie aktuelle Beispiele. Schutz des Lebens, Tötungsverbot, Sterbehilfe als ganz konkretes Beispiel. Oder auch eine Diskussion, die wir vor rund 2 Jahren, meine ich, hatten, nämlich die Frage, kann Beschneidung, Knabenbeschneidung im frühesten Kindalter rechtlich zulässig sein oder nicht. Auch hier wurde ganz konkret in der Praxis natürlich in den Auseinandersetzungen mit religiösen Argumenten angetreten und nicht nur jetzt mit philosophischen oder ethischen oder rechtlichen. Und da prallen eben auch unterschiedliche Auffassungen aufeinander und nehmen einfach unterschiedliche Positionen dann ein. Soweit mal dieser Aspekt der Säkularität. Zu den Menschenrechten. Ich habe hier eine längere These formuliert, wo ich, denke ich, so alles Relevante, was aus einer politisch-ethischen oder sozial-ethischen Sicht zu sagen ist, mit aufgenommen habe. Vielleicht vorneweg, wir können Menschenrechte oder das, was wir darunter verstehen, wie wir sie wahrnehmen, wie wir sie wiederum im Alltagsgebrauch unseres Redens oder Diskutierens verwenden. Wir können Menschenrechte zunächst in zweierlei Hinsicht sehen. Menschenrechte, wie sie uns in Deklarationen vorliegen, also beispielsweise die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 oder andere Deklarationen, die daran anschließen und weitere Rechte formulieren,
religiös verankerte Menschenrechtserklärungen, die es ja auch gibt, weitere Dokumente, die uns etwa in Verfassungen von Staaten als Grundrechtskataloge begegnen. Und wir können aber auch Menschenrechte als einen ethisch- oder philosophisch-ethischen Begriff ansehen und verwenden und fragen, welche Relevanz hat dann ein Begriff, den wir philosophisch-ethisch verstehen und verwenden wollen. Und gerade in dieser zweiten Hinsicht kommen eben die Aspekte, die ich hier aufgenommen habe, zum Tragen. Nämlich aus meiner Sicht sind Menschenrechte zu verstehen als moralische Anspruchsrechte. Das heißt, jeder Mensch hat aufgrund seines Menschseins, und zwar aufgrund seines bloßen Menschseins, den Anspruch darauf, dass diese Rechte zu seinem Schutz, zu seiner Abwehr, zu seinen Möglichkeiten geachtet und gewährt werden. Menschenrechtsanspruch qua Menschsein, ohne weitere Bedingungen. Und diese moralischen Anspruchsrechte lassen sich, das ist sicherlich umstritten, da gibt es unterschiedliche Positionen, aber ich teile an der Stelle die Position derer, die sagen, dass sie eben sogenannt universal begründet werden müssen, nämlich allgemeingültig, für alle Menschen zu jeder Zeit und überall geltend. Das ist die Aufgabe oder der Leistungsanspruch einer philosophischen Ethik, die das zu erbringen hat. Es gibt unterschiedliche Ansätze, wie man das tun kann, über das Naturrecht, Vernunftethik oder Vernunftrecht. Man kann das auch diskursethisch angehen. Also da gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, um aufzuzeigen, dass dieser universale Menschenrechtsanspruch begründet ist. In diesem Sinne dieser Allgemeingültigkeit, dieser Universalität. Das heißt, dass für diese Allgemeingültigkeit Begründungsformen, Begründungsmodi, Begründungsformulierungen aus partikularen Gemeinschaften oder Traditionen nicht in Betracht kommen, weil sie das, was sie begründen, ja zunächst mit Blick auf ihre eigene Gemeinschaft bzw. auf die Mitglieder der eigenen Gemeinschaft formulieren. Warum hat ein Mitglied einer bestimmten Gemeinschaft bestimmte Rechte zu achten oder Pflichten zu erfüllen? Das lässt sich eben nicht in einer sofortigen Weise verallgemeinern oder universalisieren. Also deswegen wird unterschieden eben zwischen universalistischen Ansprüchen und partikularen Ansprüchen. Wie das beides miteinander zu vermitteln ist, das hoffe ich eben auch noch ein Stück weit aufzeigen zu können. Was eben bei den partikulären Ansprüchen mit eine Rolle spielt, sofern sie religiös fundiert sind oder gar in den Kontext der monotheistischen Religionen zu stellen sind, ist der sogenannte Gottesbezug oder Transzendenzbezug. Das ist eine Prämisse, die für die Mitglieder dieser Religionsgemeinschaften gilt, eine Prämisse, deren Beachtung ich aber nicht von allen Menschen, die anderen Religionen oder anderen Weltanschauungen angehören, verlangen kann. Das heißt, das gilt zunächst mal partikulär im Besonderen für eine jeweilige Gemeinschaft. Nehmen Sie etwa exemplarisch den Streit um den Gottesbezug in einer europäischen Verfassung, die es bis heute nicht gibt. Den Streit gibt es, die Argumente auch. Das wird auch weiterhin sicherlich ein Streitpunkt bleiben, eben abgewehrt mit dieser Begründung, dieser Gottesbezug in einer politischen Verfassung, in einer europäischen Verfassung, ist nicht mehr zeitgemäß, weil sie eben oder weil diese Relevanz eines Gottesbezuges in einer europäischen Verfassung eben nicht mehr von allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern der Europäischen Union mitgetragen werden kann. Da kann man unterschiedlicher Auffassung dazu sein. Das wird, denke ich, auch in den weiteren Auseinandersetzungen sich zeigen, mit welchen Argumenten hier weiterhin vorgegangen werden kann. Soweit mal zu dem Aspekt der Menschenrechte. Was uns heute noch begegnet, das vielleicht noch ergänzend, ist so etwas wie eine globale Menschenrechtskultur. Dass man nicht nur von diesem philosophisch-ethisch fundierten universalen Anspruch der Menschenrechte spricht, sondern auch wahrnehmen kann, dass wir so etwas wie eine
globale Menschenrechtskultur haben, insofern es Einrichtungen, Institutionen, Organisationen gibt, die in einem globalen Maßstab in Sachen Menschenrechten unterwegs sind oder engagiert sind. Und Menschenrechtsverletzungen etwa, da lässt sich aus meiner Sicht oft am besten ablesen, eben Menschenrechtsverletzungen wiederum weltweit im Blick haben und erfassen, dokumentieren und auch in einer entsprechenden Kritik an die Öffentlichkeit bringen. Nun zur Frage nach dem Verhältnis von Menschenrechten und Religion oder Religionen. Sie stehen in einem Spannungsverhältnis, und zwar in der einen Hinsicht, die ich schon angedeutet habe, dass sich Menschenrechte in dieser Bedeutung, ein universaler Moralanspruch eines jeden Menschen zu sein, eben nicht unmittelbar aus einer spezifischen Religion oder aus Religionen allgemein ableiten lassen. Das Spannungsverhältnis besteht weiterhin darin, dass man sagen kann, dass religiöse Traditionen auf der einen Seite ideengeschichtlich mit dazu beigetragen haben, dass so etwas wie Menschenrechtskataloge oder Menschenrechtsnormen entstanden sind, aber eben auf der anderen Seite auch oft im Fokus Menschenrechtskritik standen, weil bestimmte Regelungen oder Normen oder Praktiken innerhalb einer Religionsgemeinschaft oder partikulären Gemeinschaft nicht im Einklang mit menschenrechtlichen Standards stand. Und das gilt ja im Grunde genommen also bis heute noch, dass gerade hier ein Spannungsverhältnis vorhanden ist. Deswegen stets diese Warnung vor allzu schnellen und einmütigen Harmonisierungstendenzen, dass Menschenrechte und Religion ohne weiteres miteinander verträglich sind. Also das heißt, dieses weitere Spannungsverhältnis ist eben ein religionskritisches, dass Menschenrechte auch dazu dienen können, ja geradezu dazu dienen müssen, wenn sie ihren Anspruch der Allgemeingültigkeit erfüllen möchten, dass sie dazu dienen können, Kritik an bestimmten konkreten Praktiken in Religionen zu üben. Also wo es um Freiheitsrechte beispielsweise geht, wo es um Glaubensabfall geht, wo es um Strafarten geht, die eben nicht den menschenrechtsethischen Standards entsprechen. Die zweite These steht in einer gewissen Verbindung zu der ersten These. Da kommt die Überlegung zum Ausdruck, dass eben die Entwicklungsgeschichte der Menschenrechtsidee durchaus ihre Wurzeln im Bereich von Religionen hat. Insofern es um den Menschen, Menschenbilder geht und auch auf der anderen Seite um Normenkataloge, die binnenreligiös entstanden sind. Nehmen Sie den Dekalog, nehmen Sie die Sure 17, Pflichtenkatalog im Koran. Also dass es binnenreligiöse Normenkataloge gibt als Modell für das, was später dann die allgemeine Erklärung der Menschenrechte geben sollte. Aber dieser Entstehungsbezug hat aus meiner Sicht eben keine begründende Kraft, wie das zuweilen von manchen eingebracht wird. Das ist allenfalls begrenzt wiederum auf die partikuläre Gemeinschaft, aber es hat eine enorme hermeneutische Bedeutung. Dass es uns hilft, beziehungsweise dass es den Mitgliedern, den Angehörigen von bestimmten Religionsgemeinschaften hilft, zu verstehen, was mit der Idee und mit dem Anspruch von Menschenrechten gemeint ist. Also wo kommt Menschlichkeit, Mitmenschlichkeit, Humanität und so weiter in der eigenen religiösen Tradition etwa vor? Welche Wurzeln kann ich da aufzeigen, um ein besseres Verständnis herzustellen, ein Verständnis, der vom Anspruch von universalgültigen Menschenrechten ausgeht? Wo haben dann Menschenrechte ihren Platz oder mit welchem Bild oder Modell kann man das darstellen? Der amerikanische politische Philosoph John Rawls hat den Begriff des Overlapping Consensus geprägt, des übergreifenden Konsenses. Rawls ist vor allem bekannt durch seine 1971 erschienene Theory of Justice, also Gerechtigkeitstheorie, hat aber
ja, an diesem Thema weitergearbeitet, an einem Gerechtigkeitsdenken, das eben nicht nur einer homogenen Gesellschaft, sondern einer weltanschaulich heterogenen Gesellschaft gerecht werden will. Und dazu hat er eben diese Überlegung eines Overlapping Konsenses mitentwickelt, eines übergreifenden Konsenses, der im Grunde genommen vom Staat vorgegeben wird. Der Staat gibt vor als neutraler Akteur, was in diesem Konsensbereich enthalten ist. Welche Grundfreiheiten, welche Grundrechte, worauf hat der Mensch Anspruch, welche Güter sollen in einem Gemeinwesen verteilt werden. Und das kann die politische Philosophie über entsprechende Begründungszusammenhänge, bei Rawls ist es ein kontraktualistisches Modell, also ein vertragstheoretisches, so als ob die Akteure oder die Mitglieder einer Gesellschaft einen Vertrag miteinander geschlossen hätten, der genau das zum Inhalt hat. Aber darüber hinausgehend bietet dieser Overlapping Consensus die Möglichkeit für die unterschiedlichsten Traditionen, religiöser Art, philosophischer Art, zu sehen, wo geht das mit uns zusammen, mit unserer Religionsgemeinschaft oder mit meiner Weltanschauung. Wie kann ich es von daher begründen? Im Grunde genommen, darauf weist der Soziologe Hans Joas hin, im Grunde genommen ist auch das bereits die Intention der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Sie ist nicht in irgendeiner Referenz auf eine philosophische oder religiöse Position formuliert worden, sondern sie ist in dem Text, wie er uns von 1948 vorliegt, auch begründungsoffen. Aber man wollte eben auch gezielt, also nicht nur eine philosophische Begründungsreferenz, sondern eben auch eine religiöse Begründungsreferenz vermeiden, um eben der weltanschaulichen Pluralität, auch bereits der damaligen Gesellschaft, entsprechend gerecht werden zu können. Aber diese Begründungsoffenheit ist da. Ist übrigens auch ein Berührungspunkt mit der Erklärung zum Weltethos oder mit der Idee des Weltethos, ja, dass die Werte und Normen, die hier enthalten sind, eben auch begründungsoffen zu sehen sind, dass es möglich ist, sich einzuklinken, sich zu verhaken und entsprechend das auch für die eigene Tradition mit zu übernehmen. Das sollte allerdings eben nicht selektiv passieren. Das ist die große Gefahr oder Bedrohung, wenn man sich das eine raussucht und das andere beiseite lässt, dann wird im Grunde genommen die Wirkung oder der Wirkungsanspruch der Menschenrechte auch unterlaufen. Das habe ich in der These 4 im Grunde genommen schon entsprechend formuliert. Also die Gefahr der Vereinnahmung oder der unkritischen oder unreflektierten Harmonisierung. Was unvermeidlich in einem Diskurs über Menschenrechte begegnet, ist die Frage nach der Menschenwürde. Auch hier setze ich in der Konsequenz der vorausgehenden Überlegungen so an, dass eine Menschenwürde, eine Würde, die wir dem Menschen über sein Menschsein, über sein bloßes Menschsein zusprechen und somit wiederum eine universale Geltung hat, dass wir diese eben wiederum nur philosophisch-ethisch begründen können. Wir können auch theologisch-ethisch oder religionsethisch von der Würde des Menschen sprechen und insofern auch einen hermeneutischen Beitrag leisten zum Verstehen dessen, wie es überhaupt zustande kommt, dass Menschen von einer Würde des Menschen sprechen. Aber wenn wir etwa den Bezug der Gottebenbildlichkeit in der jüdischen Tradition, in der christlichen Tradition nehmen, dann ist das eben auch wiederum partikular beschränkt und nicht verallgemeinerbar, weil wir von Nichtchristen, Nichtjuden nicht erwarten können, dass sie diese Gottesebenbildlichkeit als Referenzpunkt für eine Deutung oder Erklärung von Menschenwürde heranziehen und akzeptieren können. Zudem, so ist es mir begegnet, gibt es eben auch eine Verknüpfung von Anerkennung einer Menschenwürde und darauf bezogene Leistungen oder Pflichten, die der Mensch zu erbringen hat. Also eine bedingte Menschenwürde
Auch das lässt sich natürlich mit einer universal formulierten Menschenwürde dann kritisieren, dass sich die Würde des Menschen nicht an irgendwelche Leistungen, Verbindlichkeiten oder Pflichten binden kann. Auch das unterläuft letztlich diesen bedingungslosen Anspruch auf Würde. Dann die Frage ist natürlich, wie wird Würde realisiert? Zur Würde gehört aus meiner Sicht in erster Linie das Leben, das unversehrte Leben des Menschen. Auch da sind wiederum jetzt Judentum, Christentum oder auch Islam gefragt, Verstehensmöglichkeiten beizutragen, eine Anthropologie zu formulieren, anthropologisch-ethische Auffassungen oder Vorstellungen, wie sie sich aus den Schriften, aus der Tradition, aus den jeweiligen Theologien ergeben, um festzuhalten, was verstehen wir eigentlich unter dem Menschen, was zeichnet den Menschen aus und was gehört dazu, dass menschliches Leben Achtung und Schutz verdient. Und idealerweise dann eben auch wieder in einer unbedingten Weise. Und da gibt es eben Positionen, Traditionen, die sich reiben. Wie wird mit menschlichem Leben umgegangen? Also wo wird menschliches Leben beschädigt, verletzt, verwundet? Wo wird gefoltert, wo wird getötet? Auch im Namen bestimmter religiöser Traditionen. Und wie lässt sich das in Einklang bringen mit den Auffassungen von Menschenwürde und Schutz des menschlichen Lebens? Wie weit wird das Tötungsverbot, das es ja in Judentum, in Christentum, im Islam gibt, wie weit wird das konsequent beachtet und praktiziert? Oder wo gibt es da Ausnahmen und warum gibt es Ausnahmen? Und inwieweit müssen solche Ausnahmen menschenrechtsethisch kritisiert werden? In Verbindung mit diesem Aspekt der Würde, ich nenne es nur kurz, steht die Frage nach der Sakralität oder Heiligkeit der Person. Hans Joas hatte ich bereits erwähnt, der Soziologe, der eben mit Blick auf die Entstehung der Menschenrechte, auf die ideengeschichtliche Entstehung, auf diese Figur, Denkfigur der Heiligkeit des Lebens oder Sakralität der Person verweist und da einen genuin theologisch-ethischen oder religionsethischen Beitrag sieht. Das Christentum aus seiner Sicht, aber ich würde sogar in Grenzen, dass auch Judentum und Islam eben hier eine Spur legen können, was bedeutet diese Sakralität der Person oder eben der Heiligkeit. Die Menschenwürde, wenn sie etabliert ist, eignet sich als Referenzpunkt und ermöglicht es Religionen, sozusagen von der anderen Seite her, eine menschenrechtsethische Kritik an Missständen und Fehlentwicklungen in Gesellschaften und durch staatliches Handeln zu artikulieren und somit eine prophetische Aufgabe zu erfüllen. Ohne ihn jetzt in irgendeiner Weise bevorzugen oder hervorheben zu wollen, aber es eignet sich eben als sehr gutes, aktuelles und praktisches Beispiel, kommt mir hier an der Stelle sofort in den Sinn, was Papst Franziskus in der vergangenen Woche vor dem Europäischen Parlament getan hat. Also, dass er an Missstände in Europa im Umgang mit Menschen erinnert hat und dazu aufgerufen hat, solche Missstände und Fehlentwicklungen abzustellen. Also diese Bezugnahme einzelner Religionen, Religionsgemeinschaften auf den Aspekt der Menschenwürde, dort wo sie nicht geachtet wird, dort wo sie nicht eingehalten wird, dort wo sie mit Füßen getreten wird, sie bewusst einzufordern, und obwohl Rechtstexte anderslautend sind, obwohl es anderslautende laizistische Normen sozusagen gibt, darauf aufmerksam zu machen und ein entsprechendes politisches Handeln einzufordern, das sehe ich als eine Aufgabe, die man in der prophetischen Tradition gerade der abrahamischen Religionen verankern kann. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Zeit, oder? Ich mache es auch kurz mit den nächsten Punkten. Freiheitsethos. Die Freiheit des Menschen ist eine Frage, die als zentral angesehen wird. Gerade Menschenrechte sollen diese Freiheit und Autonomie des Menschen verbürgen. Und dieser Freiheitsgedanke
erweist sich als Prüfstein für den, so habe ich es zumindest mal an dieser Stelle bezeichnet, für den menschenrechtsethischen Entwicklungsstand einzelner Religionen. Wie wird mit dem Freiheitsbedürfnis, mit dem Freiheitsanspruch von Menschen innerhalb einzelner Religionsgemeinschaften umgegangen? Welche Freiheiten sind möglich im Christentum, im Judentum, im Islam? Wo wird Religionsfreiheit praktiziert oder wo wird Religionsfreiheit missachtet, gerade im Namen der Religion? Wie steht es um die Gewissensfreiheit des Einzelnen? Oder ein aktuelles Beispiel, das in Publikationen immer wieder auch einfließt, ist die Frage nach der Eheschließungsfreiheit in bestimmten religiösen Traditionen. Wie weit verstehen wir uns eben nicht nur als Angehörige einer Religionsgemeinschaft, sondern eben auch als Angehörige eines Gemeinwesens, in diesem Sinne als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die in der Lage sind, sich auch wechselseitig Freiheitsrechte anzuerkennen, also Freiheitsgeber zu sein, das ist die Grundidee, und auf der anderen Seite eben auch Freiheitsnehmer. Und wie weit lässt sich da die Brücke zu den Religionen oder von den Religionen her schlagen? Das betrifft dann eben auch religiöse Gemeinschaften oder Religionen als Kollektive. Wie viel Freiheitsanspruch kann und darf gewährt werden, ohne moralische Grundlagen, ohne Wertvorstellungen eines pluralistischen Gemeinwesens in Frage zu stellen? Menschenrechtspraxis. Ich habe darauf hingewiesen, in dieser hermeneutischen Perspektive, dass es Deutungspotenziale in den Religionen gibt. Deutungspotenziale im Judentum, im Christentum, im Islam, das ist ein Punkt, das ist ein Element, der ins Spiel gebracht werden kann zu einem Verständnis von dem, was Menschenrechte ist. Es gibt aber eben auch noch eine andere Dimension, die ich auch als Ressourcen bezeichnen möchte, nämlich moralische Ressourcen, die dazu dienen können, dass Menschen, die zu einer bestimmten Religion gehören, dass Menschen, die Christ sind, die Jüdin sind oder Muslima, dass Menschen einen Impuls aus den moralischen Ressourcen ihrer eigenen Religion erhalten und umsetzen. Ein Impuls, der es ermöglicht, dass Menschenrechte überhaupt eingehalten und beachtet werden. Weil Menschenrechte ja in einer logischen Koalität stehen zwischen Rechtsanspruch und letztlich auch Pflichterfüllung. Menschenrechte formulieren ja etwas, was von anderer Seite, vorrangig von Seiten des Staates, aber eben auch von anderen Menschen einzuhalten ist, damit die Gewährleistung dann tatsächlich in der Praxis auch greift. Das heißt, alles, was Religionen zur konkreten Menschenrechtspraxis beitragen können, das spiegelt sich eben wieder in dieser Korrelation des Anspruchs von Menschenrechten auf der einen Seite und der hierzu erforderlichen Normerfüllung auf der anderen Seite. Schließlich habe ich einen Terminus als Punkt 7 gewählt, der es ermöglicht, die Überlegungen hier abzurunden, aber gleichzeitig auch eine Brücke zu schlagen in das, was Sie weiterhin im Tagesverlauf diskutieren werden und auch praktizieren werden, nämlich dieser Bezugspunkt Menschenrechte ermöglicht es, jetzt im heutigen Kontext in erster Linie Judentum, Christentum und Islam oder Menschen, die zu Judentum gehören, die zum Christentum gehören oder zum Islam gehören und möglicherweise auch andere Menschen anderer Zugehörigkeit, die hier zusammengekommen sind, in einen wechselseitigen Verständigungsprozess einzutreten und zu prüfen, zu klären, was das je spezifische Verständnis der Menschenrechte in der eigenen Tradition, in den eigenen Vorstellungen ist, samt der ethischen Konnotationen, die sich aus dem Begriff oder Konzept der Menschenrechte ergeben, etwa eben Würde, Freiheit oder auch Toleranz. Und dieser Verständigungsprozess lässt sich eben auch im Dialog mit der Gesellschaft oder mit anderen gesellschaftlichen Gruppen und nicht zuletzt
eben auch mit Religionen führen, die außerhalb von Judentum, Christentum und Islam stehen, sodass sich daraus eben auch ein entgrenzter interreligiöser Dialog ergeben kann mit Blick auf das Verständnis und Verhältnis von Menschenrechten und Religion im säkularen Zeitalter. Ja, das war mein Schlusssatz. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Religionsfreiheit ist, und er sagt, das strukturgebende Prinzip der Menschenrechte sei die Freiheit, die Idee der Freiheit. Das würde ja eigentlich heißen, dass wenn wir das Recht als einen Ausfluss eines Ethos begreifen, dass wir ein Freiheitsethos haben, was wir auch, dass wir dann aber fragen müssen, ist denn ein Freiheitsethos sozusagen aus den Quellen der Religionen möglich und denkbar oder plausibel? Das wäre eine Nachfrage oder eine Zuspitzung. Wie ist es denn mit dem Wert der Freiheit in den Religionen bestellt oder um den Diskurs zum Thema Freiheit? Also wenn ich jetzt von der christlichen Perspektive aus zunächst mal einsteigen darf, kann man das ganz klar bejahen. Also dass es diese Freiheitstheologie letzten Endes auch gibt. Der Freiburger Moraltheologe Eberhard Schockenhoff hat dazu einiges publiziert, also sehr umfangreich auch, also um das darzulegen, wie Freiheit vom Standpunkt oder aus der Perspektive des christlichen Glaubens zu verstehen ist und auch zu realisieren ist. Also da lässt sich einiges eben aufzeigen und auch zusammentragen, eigentlich ein sehr ursprüngliches Freiheitsverständnis. Entsprechend lässt sich das jetzt, soweit sich das eben auf Genesis zum Beispiel bezieht, natürlich auch für das Judentum in gleicher Weise aufzeigen. Beim Judentum darüber hinaus kann natürlich auch von einem Freiheitsverständnis in einer kollektiven Dimension gesprochen werden, Freiheitsbewusstsein, wenn man die Exodus-Erfahrung nimmt als ein Motiv oder Modell, das ja eine Geltung hat, also in dieser hermeneutischen Dimension, die ich immer wieder ins Spiel gebracht habe, bis in die Gegenwart hinein. Also von dem her lässt sich das aufzeigen. Aber es gibt mir die Gelegenheit, vielleicht noch einen anderen Punkt mit einzubringen, einen durchaus kritischen Punkt, der jetzt vielleicht zu kurz kam oder in meinen Überlegungen auch untergegangen ist. Es gibt natürlich in einer gewissen Weise auch, und das hängt mit der Freiheit sehr stark zusammen, einen Kritikpunkt an der Ausgestaltung der Menschenrechte, insofern sie in erster Linie und zuvorderst die Freiheit des Menschen, und zwar die Freiheit des Individuums, in den Mittelpunkt stellen. Und das ist natürlich ein Reibungspunkt, und ich denke, das lässt sich auch gut nachvollziehen, warum das ein Reibungspunkt ist. Zu anderen Traditionen, ob das asiatische Traditionen sind, afrikanische Traditionen, durchaus auch muslimische Traditionen, wo die Gemeinschaft ein viel stärkeres Gewicht hat, als es im abendländisch-europäischen oder westlichen Kontext der Fall ist. Also das wäre etwas, was vielleicht auch noch mit zu bedenken ist, welche Bedeutung hat Gemeinschaft oder Gemeinschaftlichkeit und nicht nur die Individualität, die jetzt vor allem also durch Freiheit als Strukturkonzept für Menschenrechte zur Geltung kommt.